bleibt immer gleich. So, da, hier ist das angefangene Jamaica Plain. Wie du siehst, da haben sie dabei andere Betten. Das braucht man hakeln und genau so, so wie das auch abladen. Warte mal kurz. Jetzt schauen wir mal da. Energie haben sie nur 5 Punkte, 7 Betten. Moral steigt auf 45, das freut mich natürlich. Hui! Da Wasser macht, Wasser haben sie schon, da ein bisschen was zum Futtern und Speisen. Das weiß ich aber nur nicht, wo da mal. Wir könnten ja noch einen Generator zusätzlich da auffüttern. Normalerweise müssen wir. Wieso produziert der nur 3? Wurscht. Aha, aber das geht aber nicht. Das habe ich schon gesehen. Das könnte man eigentlich da aufbetun. Warte mal. Oh, das ist. Das ist nicht einmal so ein schlechter Ausgangs. Das können wir so lassen, das lassen wir so. So, jetzt können wir uns da wieder durchschauen, weißt du? Okay. Kruzifix hänge ich an der Werkbank fest. Warte mal. Das können wir lassen, das können wir lassen. Da. Können wir von mir aus da herfahren? So. Und da, wenn wir jetzt da rauskommen, da können wir nichts machen. Da wir das weg? Nein, das lassen wir. Und da können wir mit diesen Dings rausfahren, wenn du willst. So, mit dieser Pylone da. So, daher. Ah, sehr gut. 15 Wasser, 15 Energie, 6 Eisen. Das ist aber nicht viel. Ah, der Siedler, der siedelt gerade ein bisschen. So. Dann könnte man eigentlich hergehen, wenn's düst. Na Junge, findest du jetzt recht, ha? Na. Geh um da. So, da muss es ein deppert noch dran. Na perfekt. Da haben wir jetzt noch ein bisschen was zum Mampfen auf. Mit die etwaige Gurgel nicht voraus. So. Herrlich. Perfekt. Was tun wir denn dann? Da können wir dann später sowas wie so eine kleine Shopping-Dingsbums her tun. Genau. Ich glaube, mehr wie 10, 15 Siedler tun wir da eh nicht einer. Jamaica Plain. Da gibt es Siedlungen in Fahaber, die gefallen mir um Ecken besser. Achso, der sucht, genau, der plündert, ja, genau.
Ich glaube, das können wir mal so lassen. Genau. Perfekt. Machen wir jetzt. Also, wir vergeben jetzt mal die zwei Level ab. Ja, ich habe ein bisschen was schon, ein bisschen was vorher vergeben. Da, wie du siehst, da sind wir fast schon fui. Da tun wir eine her. Und da tun wir eine her. Perfekt, perfekt, perfekt. Genau so wollte ich das. Schauen wir mal zur Burg. Keine Ahnung, ob du weißt, wie die Burg das letzte Mal ausgeschaut hat. Machen wir dann einen kurzen Umlauf. Siehst du, wir werden dann ja schon viel zu viel produzieren. Also, es geht schon ein bisschen was weiter. Da bei der Burg, den werden wir dann später eh nochmal umbauen. Ja, und so bin ich eigentlich zu den vielen Level abgekommen. Wie gesagt, wir werden das alles dann später nochmal umbauen müssen. Eben, wenn uns ist das Institut wird uns nicht angreifen, aber die Bruderschaft. Genau. Genau, der greift uns später an. Ja, wie gesagt, das mit der Burg, das lassen wir mal. Was kann ich eigentlich noch sagen? Krupp Männer, das ist da herum. Kurz und schmerzlos, das ist dabei einer Group Manor, da ist noch nicht so viel los. Bis jetzt haben wir. Vielleicht haben meine Annäherungssensoren auch eine Fehlfunktion, aber hier scheint etwas nicht zu stimmen. Gemädel, es warst erst mit uns da. Du warst dabei, wie wir da aufgerammt haben. Hey Gott, na, Ada. Hey da, Ada. Schau her, bis siehst. Es geht dahin. Mehr kann ich dazu auch nicht mehr sagen. Jo. Das ist Group Manor, da tun wir eigentlich auch noch nicht so viel, das kommt alles später. Ich möchte das alles ein bisschen erweitern später noch. Dazu gibt es eigene Baufolgen, ja, Baufolgen. Und der Rest, alles später aussehen. Ich glaube, wir haben so viel Zeit. Ich glaube, da spielt uns, ja, ich glaube, da können wir so viel Zeit nehmen, wie wir wollen. Finch Farm, da ist eigentlich schon relativ angewachsen, was sage ich da? Wie du siehst, da schlappt zwar schon alles, aber es ist doch schon relativ beträchtlich, was sie da hat, gell. Wie gesagt, es wird dann später alles noch weiter umbaut und hin und her, ich habe keine Ahnung, was da oben los ist. Ist mir jetzt eigentlich aber auch wurscht. War da nicht ein Dach? Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal, vielleicht können wir einen Kaffee machen oder sonstiges. Ja, ein bisschen was können wir herstellen, schau. Naja, da geht schon ein bisschen was weiter.
So gewinnst du am schnellsten Level für Level für Level für Level. Hä? Werden schon wieder nervös, die Siedler. Perfekt. Das will man natürlich dann, das mit denen fahren wir dann ab in Richtung Red Rocket und werden das dann dabei durch zwischenlagern. Ich werde aber dann später hergehen und das auch dann privat machen, weil dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Fülle für Inhalte. Ja, genau. Ja, das ist Finch Farm. Was kann ich da jetzt auf die schnelle Notz? Ich würde nicht alle 17 Siedlungen durchgehen. Hangman's Alley ist die uninteressanteste. Da waren wir gerade. Outpost Simonia ist auch schon relativ gut bewachsen, sage ich jetzt einmal. Ten Pines Bluff kennt man uns noch schon. Das wird jetzt eine sehr nüchterne Episode, gell? So, da ist Outpost Simonia, da ist schon ein bisschen mehr los, wie du siehst. Aber wie gesagt, das wird da alles noch später umgebaut. Mhm. Inventar. Ich habe da einige Waffen herinnen, die muss ich aber erst zerstören und ja, eh schon wissen. Jetzt weiß ich aber nicht. Feurig verbessert. Bitte entschuldigen Sie, aber ich... Ups, warte mal ganz kurz, mir ist der Völler unterlaufen. Ich habe nämlich währenddessen, ich da so um und um geschissen habe, Gameplay. Was ist das, wir gehen da wieder auf... Na, momentan machen wir es auf schwer. Und auf sehr schwer gehen wir später wieder zurück auf. Wissen Sie, wohin Sie sind? Sie sind vor Richtigkeit im Commonwealth aus. Richtig! Und nur so. Was ist denn da unten schon wieder? Da ist er. Hauptsache jetzt. Darf ich meinen Zusehern da ein bisschen eine kleine Führung zeigen, oder wie? Puh. Haben wir da irgendwas dabei? Nö. Ah ja, übrigens. Das ist der kleine Teddybär, den du da unten als Wasserzeichen siehst. Daher habe ich den. Mhm. Ich finde den so putzig geil. Und vor allem passt er zu unserem Charakter. Mhm. So, ja. Nüchtern betrachtet, Ten Pines Bluff sage ich da jetzt noch. Und den Rest erkunden wir dann später, wenn wir dann wirklich anfangen mit den Bauepisoden. Da ist es jetzt nur mal ein bisschen so, ja, ein bisschen hin und her tun, gell. Sehr gut. Also nüchtern betrachtet alles, gell? Und das ist Ten Pines Bluff. Also da hat sich schon eine relative Armada angesammelt an Geschäften. Das werden wir auch noch alles umbauen und anders machen. Wir arbeiten, keine Zeit zum Reden. Da brauchst du mir nicht auch reden, du Vogel, du. Ja, ich tat den Rotz noch weiter in die Nasen aufziehen. Ist nichts Besonderes, aber immerhin etwas. Ich mache nicht viel. Gut, nee, da gibt's nichts als Ärger. Aber... Good Neighbor. Tse, siehst du, Good Neighbor waren wir auch schon lange nicht mehr. Oder waren wir da überhaupt schon mal? Also das finde ich am allergeilsten, wenn die NPCs ins Summen anfangen. Kann
suchen können wir nichts. Okay. Jetzt stellt sich halt nur die große Frage, was machen wir jetzt noch? Ich soll halt eigentlich liegen, gell? Hat aber noch Paarrüstung. Warte ein bisschen. Wir machen das zwar so. Was, was? Ey, da komm her. Hey! Ja, sicher. Werfen Sie einen Blick darauf. Du hast ja nichts, Mädchen. Wir werden ihr jetzt ein bisschen was geben. Trotz dessen, dass ich die unendlich Tragen-Mod drinnen hab. Weg. 169. Kampfflinte. Wird dann Teil dabei weg. Und hast du was belassen? Na, warte mal. Ada? Hey, wie kann ich die? Ich hab noch was für die. Du musst mir die Sachen auch alle annehmen. Das geholt man uns. Da haben wir die Brahminmilch, meine Hilfsmittel. Den Schrott geben wir ihr. Ja, passt. Na, die Powerrüstung lassen wir da. Okay. Ah, was könnte man jetzt noch auf die Schnelle machen tun wollen? Hä? Weißt du das auch? Na. Aber weißt du was? Keine Hand? Na. Also wenn ich jetzt mit einer Hand anfange, bin ich wieder beschäftigt bis morgen. Übermorgen. Wir könnten... Jetzt muss ich erst schauen, waren wir noch nicht ein Good Neighbor? Doch, wir waren schon ein Good Neighbor. Wurscht. Das lassen wir jetzt einmal außen vor. Die Burg. Weißt du was? University Point könnte man auch machen, eigentlich. Cabot House, Hallucigen. Warte mal, ich habe irgendwo Aufgaben. Das ist das. Na. Na, na, Curtain Call, na. Mein Spike-Tunnel, das könnte man machen. So, da. Dann quälen wir uns geschwind durch diesen Tunnel. Ich glaube, da habe ich sogar schon alles niedergemacht, so weit. Außer die Gule halt, ne? Wow. Gut, rein da mit uns. Kuckuck. Es ist sehr dunkel hier. Passe optische Sensoren. Habt ihr das gehört? Wow. Weil da gerade all are welcome. Jetzt sehe ich da die Teddys aufeinander gereiht. Was mir aber am meisten gefällt, ist der da. Interessant. Hat sich dort etwas bewegt oder war das nur ein Schatten?
Raids waren so dermaßen geil. Okay. Na schau, Aluminium, das können wir immer brauchen. Ich bin in der Zwischenzeit des Öfteren schon Mangel an sehr vielen Dingen gehabt, egal ob es jetzt Munition oder Baustoffe waren. Also, oh Gott. Das muss da mal zusammenbringen. Inventar. Das ist die Waffe, die mir der Nuka empfohlen hat. Dell. Naja, Eider. Aber ich muss erst schauen, dass ich mehr Munition zusammenkrieg. Passt, verbessern und verkaufen. Ausgezeichnet. Ich nutze diese Gelegenheit, um meine Partikelfilter zu reinigen. Ja, viel Spaß dabei, Mädchen. Viel Spaß. Aluminium. Wow. Also die Waffe macht guten Schaden. Naja. Irgendwas würde ich dort drinnen schauen, aber ich weiß nicht mehr was. Gut. Kurz einen Blick, wenn das so ist. Und ja, ich kann leider nicht mehr auf Überleben einstellen, das habe ich schon einmal probiert, aber dann war ich wieder so dumm und habe das wieder zurückgestellt und das Spiel lasse es aber nur einmal zu. Das da? Na. Nö. Überseekoffer, Einsteiger. Mal schauen, was der für uns hat. Cool. Mädel, wenn du dich freist, dann ich freu mich auch. Ich freu mir glatt den Ast in den Bauch. So. Wo ist die Ada? Au! Da ist nix. Da ist auch nix. Dann schwattern immer mal da auf. Vorsicht, davon könnte es hier noch mehr geben. Ja, Ada, ich weiß, ich hab's gerade gespürt am eigenen Leibe. Hä? Ach so, okay. Ey, komm immer an der falschen Taste an, jetzt ist sie so langsam, weißt du? Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Naja. Was, die reden alle immer so schier. Verfickt. Gefickt. Zerfickt. Dieser Ort scheint nicht sehr sicher zu sein. Wir sollten vorsichtig vorgehen. Aber... Das ist die Hälfte schon versandt. Eider.
So, was hast du zu bieten? Außer nix. Aber. So, da. Kurz und schmerzlos. Kurz und schmerzlos. Was ist da? Ja, Knochen können wir immer brauchen. Ja, die Dame hatte sich hier ganz schön gemütlich gemacht, ne? Da staunste, wa? So, so. Nimm auch mit. Nimm auch mit. Kann nur sein, dass in der Zwischenzeit schnell vielleicht noch ein bisschen Munition hole für die Waffen. Ich weiß nicht, die 5er Munition, die kriegst du so schwer. Alles andere kriege ich sofort, aber die 5er, naja. Vielleicht soll er die andere Waffen außer tun, das können wir aber probieren, warte mal. Da habe ich so gleich eine Idee, eine sehr gute sogar. Mhm. Wir werden andere Waffen der Ada geben, dass die, das dabei tragt. Und vielleicht kriegen wir dann mehr 5er Muni. Hey! Was kann ich für dich tun? Mädchen, du bist heute dazu verurteilt, diesen Schwachsinn zu tragen. Ja. Für dich tun. Hä? Ich hab was gehört. Deine Zeit. Nein, deine Zeit ist abgelaufen. Scheiße, ich hab sie verloren. Mach dich fertig. Der Feind ist hier drüben. Ja, Ada, wenn du das warm hörst. Sie ist der absolute Hammer. Das zu Ende zu bringen. Spürst du das? Das nennt man. Ja! Ja. Ich hab mir schon bis unter die Gürtellinie in die Hosen geschissen, weil ich so viel Angst hab vor dir. Wie lange willst du denn noch durchhalten? Ich weiß nicht, wie lange willst du noch durchhalten, hä? Du. Greife feindliches Ziel an! Du Nymphomanin für Abgewöhnte! Na bitte, jetzt haben wir's benannt. Oh, so wird's gesagt. Nymphomanin für Abgewöhnte. Na, jetzt haben wir's benannt. Jetzt haben wir's benannt. Achso. Wo sind wir denn? Da müssen wir auf. Weil da war nämlich ein legendärer, weißt du? So. Farbe und der Legend. Da war ja. Da ist ja gerade was klein. Trotzig! Ja. Der letzte Schuss im Magazin verursacht doppelt so viel Schaden wie normal. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Jetzt habe ich schon gehabt, dass es irgendwer dabei ist, ist die Ada. Mädchen, das schreckt mich nicht so bitter. Ich bin ja schon alt. Kannst du mit einem alten Mann nicht machen. So dann. Elegant, wie sie das Magazin wegschmeißt. Passt, also im Wetz ist nichts. Gut. Dann, was das?
werden wir vorerst mal zurückreisen. Ja, das Dumme ist halt nur, dass in dem Spiel immer an jeder Ecke irgendwas stattfindet. Du, Ada, es geht. Ich hätte mich zwar mehr beschweren können, aber ich tue es halt wieder mal nicht. Was haben wir da alles? Ah, da ist noch was, schau. Nein. Klick jetzt an der Kopf. Mit Klinge. Weg. So. Ui. 149 Schuss noch für die gute Waffe. Aber es wird Zeit, dass wir uns den Dings holen. Den Wächter des Aufsehers.